Wir hatten heute große Herausforderungen in Köln, was die Großveranstaltung anging. Von besonderer Bedeutung waren natürlich die zwei Demonstrationen. Einmal die national-türkischen Demonstranten und auf der anderen Seite die kurdische Fraktion hier im Bereich des Hauptbahnhofs mit ihrer Standkundgebung. Es ist so gelaufen, wie wir es erwartet haben. Sprich, es gab sehr viele Provokationen. Im Bereich des Eigelsteins haben kurdische Sympathisanten vor diesem Zug Böller geworfen. Wir haben etwa 20 von ihnen in Gewahrsam genommen. Auch hier vor dem Dom kam es noch zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Gruppen, sprich von Sympathisanten. Hier gab es 4 in Gewahrsamnahmen und 2 haben wir nach Flaschenwürfen mitgenommen. Mofa!